Hier ist die Harke, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Jörg Nierzwicki und dies sind die Themen für Freitag, den 24. November. Der Abschuss des Berner Sennenhundes Ole, der 6 Jahre bei der Ponyhofbetreiberin Susanne Schwendker in Kirchdorf lebte, hat heftige Diskussionen auch auf unserer Facebook-Seite ausgelöst. Jetzt hat sich Kurt-Hinrich Hespe, Kreisjägermeister der Jägerschaft Grafschaft Diepholz, dazu geäußert. Die neue Nienburger Obdachlosenunterkunft soll im Dienstleistungspark Meerbachbogen gebaut werden. Das hat der Sozialausschuss jetzt empfohlen. Kritik an dem Standort gibt es unter anderem von Lehrern und Eltern, die die Sicherheit der Schüler gefährdet sehen. Und auch von Bürgermeister Henning Onkes, der noch immer am Standort Feuerwehr festhält. Jetzt ist in Nienburg der Weihnachtsmarkt der Schausteller auf dem Ernst-Thoms-Platz eröffnet worden. Die Schausteller kamen mit Vertretern aus Stadtverwaltung und Politik zusammen, um trotz Frühlingstemperaturen mit einem Glühwein anzustoßen. Am Vis-à-vis schmückt derweil der größte Adventskalender der Stadt die Fensterfront. Wer einen Schlüssel für eines der Türchen kauft, kann einen Preis gewinnen. Der Erlös aus der Aktion soll in den Kinderbereich des Vis-à-vis investiert werden. Und auf dem Kirchplatz wurde am Donnerstag die Eisbahn für den Adventszauber aufgebaut. Jeder dritte Schüler hat Depressionen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter 113 Schülern der Samtgemeinde Steimke. Damit Kinder und Jugendliche sicher und gesund aufwachsen, will die Samtgemeinde die Aktion Communities That Care neu starten. Ein Projekt, das aus den USA stammt, hieß es jetzt während einer Informationsveranstaltung. Zum Sport. In der Handball-Oberliga empfängt die HSG Nienburg am Sonnabend in der Meerbachhalle die Handballfreunde aus Helmstedt-Büttenstedt. Die Nienburger um Steve Kehlke können dabei aus dem Vollen schöpfen. Lediglich der Langzeitverletzte Arnar Gudmundsson steht Trainer Dirk Pauling nach wie vor nicht zur Verfügung. Bereits am Freitagabend ist der SVBE Steimke in der Fußball-Landesliga gefragt. Zu Hause trifft das Team von Trainer Ralf Pschücklenk auf Aufsteiger Eilwese. Nach einer bislang starken Saison können die Steimker ihren Punktestand auf 29 Zähler vergrößern. Anstoß der Partie ist um 19.30 Uhr. Auch der Fußballbezirksligist ASC Nienburg ist bereits am Freitagabend im Einsatz. Das Team von Trainer Stefan Ciborra trifft ab 19.30 Uhr in Hagen auf den TSV Mühlenfeld. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Harke am Freitag oder unter www.dieharke.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter der Quellenangabe Die Harke weiterverbreitet werden.